Ibrahim a.s. empfängt den Befehl, in die Wüste zu ziehen. Zusammen mit seiner Frau Hajar a.s. und seinem erstgeborenen Sohn Ismail a.s. Heute kennen wir den Ort seiner Bestimmung als Mekka. Aber damals gab es dort nichts. Kein Wasser, keine Siedler, nichts außer Wüstensand. Die Geschichte dürfte bekannt sein. Ibrahim a.s. sollte seine Liebsten eben dort, inmitten der Wüste zurücklassen. Und alleine zurückkehren. Ohne Wasser, ohne Mitmenschen, ohne Nahrung. Nebenbei bemerkt, Hajar a.s. war nicht involviert. Sie wusste nur, dass sie auf Reisen gehen und wieder heimkehren sollten. Aber man darf nicht vergessen, wie gehorsam und loyal sie zu ihrem Gatten war. Sie hatten Vertrauen ineinander. Er war der Gesandte Allahs und sie gehorchte ihm. Dabei vertraute sie auf Allah noch mehr als wie auf ihren Gatten. Als sie den Mittelpunkt der Wüste erreicht hatten, machten sie Halt. Und Ibrahim a.s. machte sich sofort auf den Rückweg nach Palästin. Er verlangte von seiner Frau nicht, dass sie ihm folgt. Aber sie lief ihm nach. Ja, Ibrahim, wem überlässt du uns? Niemand ist bei uns. Was machst du? Ibrahim a.s. sagte darauf nichts. Warum? Würde er antworten, käme sie ins Gespräch. Und er hat Angst, dass sein Herz ihn nicht ziehen lässt. Er muss den Befehl Allahs erfüllen. Allah subhanahu wa ta'ala hat für ihn eine Bestimmung. Er marschiert direkt los, ohne sich nach ihr umzusehen. Und sie jagt ihm hinterher. Ja, Ibrahim, wem überlässt du uns? Er erwiderte nichts, marschierte einfach weiter. Schlussendlich hielt Hajar a.s. kurz inne und dachte, mit all ihrer Demut, ihrer Aufrichtigkeit und ihrem Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, sie stellt ihm eine einfache Frage. Ja, Ibrahim, hat Allah dir das befohlen? Und Ibrahim antwortet mit einem Satz, ohne sie dabei anzusehen. Er sagte ja und marschierte weiter. Und da blieb Hajar a.s. stehen und sah zu, wie ihr Ehemann davonging. Sie beruhigte sich und sagte folgende Worte. Darum wird uns Allah nicht vergessen. Allahu Akbar. Versetzt euch mal in diese Lage. Es kommt uns vor wie ein Märchen. Aber stell dir vor, du bist tatsächlich dort. Und du wirst dort von deinem Ehemann zurückgelassen. Inmitten von nirgendwo. Vermutlich gibt es kaum Männer, die das tun könnten, was Hajar a.s. getan hat. Welcher Mann könnte das tun? Wir reden über eine Frau. Sie aber hatte die Stärke von 100 Männern, ganz gewiss. Sie sagte, Allah wird uns nicht vergessen. Welch gewaltiges Vertrauen sie doch in Allah hatte. Warum sollte sie nicht zu den Bewohnern des Paradieses zählen? Sie ist ein vorbildhaftes Beispiel. Allah wird uns nicht vergessen. Die Geschichte ist euch bekannt. Sie fing an, zwischen Safa und Marwa zu laufen, als die Nahrung zur Neige ging. Und Allah subhanahu wa ta'ala schenkte ihnen Wasser namens Samsam. Und eine ganze Siedlung entstand um sie herum. Ismail a.s. wuchs auf und die beiden lebten mit diesen Siedlern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sah für Hajar noch mehr vor, als nur versorgt zu sein. Um sie herum sollte eine ganze Stadt entstehen, ein neuer Stamm, den es zuvor nicht gab. Ihr zu Ehren blieb er bestehen. Allah subhanahu wa ta'ala ehrte sie im Koran und Jahr für Jahr wird sie geehrt. Millionen von Muslimen aus aller Welt. Männer und Frauen vollziehen das Ritual einer Frau, einer einzigen Frau. Wir eilen zwischen Safa und Marwa hin und her. Warum? Wegen einer Frau, wegen Hajar a.s.